2231, nur mit dir. Miller ist am Morgen aufgeregt, weil Amelie den Tag mit ihr verbringt. Und schnell merkt sie, dass sie überhaupt nicht vorbereitet ist. Doch als sie geschmeichelt mitbekommt, wie Amelie sie anhimmelt, kommt ihr die Idee für ein Umstyling. Zusammen mit Emmy und Olivia wird Amelie in verschiedene Outfits gesteckt und gestylt minus. Und die vier haben einen unerwartet schönen Tag zusammen. Bei dem Miller am Ende sogar ein paar Gemeinsamkeiten mit ihrer Tochter feststellt. Doch während Miller sich ihr Tattoo von Caro nachstechen lässt, bleibt Amelie mit Olivia zurück, die sie ahnungslos mit Alkohol abfüllt. Als Miller nach Hause kommt, trifft sie dann der Schlag. Denn Amelie ist völlig betrunken. Sie macht Olivia daraufhin eine Ansage, die sich gewaschen hat. Zu ihrem Schock kommen jetzt ausgerechnet auch Amelies Eltern, die sich um ihre Tochter sorgen. Als sie sehen, was los ist, sind sie völlig fassungslos und verbieten Miller den Kontakt mit Amelie. Folge 2232, Abschied ins Ungewisse. Peggy bricht es das Herz, als sie merkt, wie sehr sich Joe um sie sorgt. Doch insgeheim hat sie längst den Entschluss gefasst, ihn zu verlassen. Sie will Joe, entstellt wie sie ist, nicht zur Last fallen. Als Peggy kurz darauf spurlos aus dem Krankenhaus verschwindet, gerät Joe in größte Sorge, panisch trommelt er die WG zusammen, um gemeinsam nach ihr zu suchen. Doch als Peggy weiterhin ausgeflogen bleibt und auch die Polizei ihm nicht weiterhelfen will, gerät Joe immer mehr an den Rand der Verzweiflung.